Servus, ihr Genussmenschen, Bierliebhaber hier auf YouTube. Heute Abend machen wir wieder ein Biertesting. Es sind noch etliche Flaschen, was ich unten habe. Und heute habe ich ein Bier von Manfred Schäfer. Habe ich auch schon länger da aus Freistadt. Lieber Manfred, danke. Und zwar ist das heute ein Bio-Bier. Neumarkter Lamsbräu Urstoff. Habe ich noch nie getrunken. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal ein Bio-Bier getrunken habe. Ja. Doch, glaube ich, haben wir schon mal. Ja, haben wir schon mal getestet, okay. Doch, haben wir schon gemacht. Und ja, da heißt es würziges Bio-Helles. Die können ja viel schreiben, das testen wir ewig. Gell? Ich habe jetzt nicht gewusst, ich habe auch noch, ich glaube, zwei oder sogar drei Pils unten. Aber ich denke, das mache ich jetzt nicht, weil da muss ich die wieder aussetzen. War kein Problem. Aber das kommt alles noch drauf, Freunde. Ja. Rauchen tue ich, wie immer, wenn ich ein Biertesting mache, Golden Virginia Flake vom Huber. Das ist rausgegangen. Dann zieht man halt nochmal Handwerker Glück haben wir auch hergekriegt. Und jetzt würde ich sagen, wir machen es einmal auf, oder? Ja. Schauen wir mal, das Bier zu bieten hat. Oh, kommt man so auf ein Malz entgegen. Und schon mal ein angenehmer Geruch, muss ich sagen. Jetzt schauen wir es einmal ein. Das schaut schön. Schöne Schaumkrone kriegt es auch. Das ist nicht ganz ein 0,5, dann geht da nicht ganz eine halbe rein. Aber von der Farbe her, so honiggelb. Evi. Das ist eine leichte Röstnote. Hopfen kann ich jetzt nicht einmal so richtig rausrechnen, aber bestimmt beim Trinken. Gell? Also, Prost auf euch, probieren wir es einmal. Unheimlich malzig. Fleischliche Würze. Ja, leichter Hopfengeschmack habe ich. Aber es ist überwiegend der Malzgeschmack, den was ich im Mund habe. Schöne feinporiger Schaum. Der hält sehr. Das gefällt mir schon mal an einem Bier. Viel weich im Mund. Leichte Karamellnote. Ist auch nicht zu süß. Liebe, das Bier könnte dir schmecken. Jetzt lass ich mal meine Efi probieren. Efi, schau mal. Was du dazu sagst. Also der zweite Zug gleich. Ja. Ja? Ja, sehr gut. Das Bier ist nicht schlecht. Ja. Komm als Frau auch gut trinken. Mhm.
Also am Anfang ist er durch das, glaube ich, viel Malz, es ist ein bisschen süßlicher und so, aber so nachher kommt das Bittere, oder leicht Bittere, muss man sagen, kommt recht gut durch. Also sehr ausgewogen, sage ich jetzt einmal. Ja. Ein super Prozept, würde ich sagen. Da reichert es dazu Wurst, Zwiebeln, Radieserl. Und Kass. Kass. Ja. Ein ungewöhnliches Helles, sage ich jetzt einmal. Ja. Schreiten, Brauerei hinten. Würziges Bio-Helles, Zutaten, natürliches Mineralwasser, Gerstenmalz, Hopfen aus ökologischem Anbau. Wenn man auch die Lamsbräu, ja. Oberpfälzer Bier aus meiner Heimat, früheren Heimat, soll man sich sagen. Schmeckt mir doch, jetzt probiere ich es nochmal. Ist ein richtig schönes, solides Helles. Kriegt von mir, ja, jetzt müsst ihr natürlich Fassl wieder geben, Fass geschmeißen. Also als Flaschenbier 7 Punkte. Von mir. Von mir. Von dir, oder? Ja. Also 7 Punkte. Andexer, kommt es nicht hier, obwohl Andes vielleicht kein Bio-Bier ist oder was, aber da fällt mir diese Kräftigkeit. Das hat auch nicht ganz so viel PS, das hat für Helles ist das relativ wenig. Die Helles hat ja normal so, ich sage mal 4,9 bis 5,2, so in dem Dreh, das hat jetzt 4,7. Also da fällt mir ein bisschen was, sage ich jetzt einmal, irgendwie von der, ja, ja. Weiß ich nicht, wie ich das jetzt sagen soll, hat diese Vollmundigkeit nicht, was jetzt ein Andexer hat, ja. Aber es ist nicht schlecht. Das Palana. Aber das Bier ist nicht schlecht. Also das kann ich empfehlen, das Bier. Und 7 Punkte, glaube ich, ist nicht schlecht für ein Helles, weil da gibt es ja so viel bei uns in Bayern, Helles. Solides Bier, das, was mir jetzt gemütlich austrinken werden, ewig. Ja. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen wieder gefallen. Dann bis zum nächsten Biertesting. Servus aus Bayern.